Dann auch für euch das Kommando. Achtung Helfer, Achtung Fahrer, innerhalb der nächsten 10 Sekunden. Und Seitenportale rückwärts. Der Holger, jawohl. Der Peter konnte hier seine Pole Position behaupten, der Michi ist aber von der 3 auf die 2 vorgefahren. Der Pino ein bisschen Pech gehabt hier in der ersten Runde. Der ist auf die 7. Position zurückgefallen, der Sven Bratschak von der 5 auf die 3 vor. Es führt die 1 vor der 3 und der 5. Dann der Christoph, der mit der Stadt Nummer 4 unterwegs ist, von der 8 auf die 5, der Michael Vollmer. Tim Uppmeier auf der 6 mit Start Nummer 7, der Pino mit Start Nummer 2 auf 7 und der Marc Koch auf der 8. Ah, der Peter Bell kann sich etwas absetzen, 1,6 Sekunden auf den Micky Wittrauf. Der Sven Bratschak nochmal 1,6 Sekunden hinter dem Micky. Macht insgesamt 3,2 Sekunden auf den Führenden. Wir gucken mal, die schnellste Zeit fährt aber momentan hier der Sven. Dann der spannendste Zweikampf hier, weiß-orange gegen weiß-rot-blau. Das sind die letzten 2 und 3. Jetzt ein kleiner Test hier vom Micky. Abstand aktuell 0,7 Sekunden bei der Überfahrt auf die Seite zwischen 2 und 3. Der Peter führt hier das Feld noch an, aber Micky und Sven kommen etwas näher ran. Jetzt ein etwas größerer Abstand zwischen Platz 2 und 3. Aber der Sven kommt wieder ran. Final A. Final auf an. So, schnellste Runde fährt aktuell der Micky in der Tagesbestzeit 18,269. Der Sven fährt eine 18,6 und der Pino haut jetzt nochmal einen raus mit einer 18,1. Aber liegt nur auf Position 4 der zweitplatzierte. Nach den Vorläufen jetzt auf Position 4 unterwegs, kämpft sich aber sukzessive nach vorne. Peter führt hier das Feld noch an. Eine Sekunde Abstand zum Michi. 1,4 Sekunden nochmal dahinter der Sven. 1 vor 3 und 5. Weiß-Pink, das ist Weiß-Pink-Blau, das ist der Führende. Da muss jetzt gleich einmal die Startnummer 8 gleich in den Rückspiegel gucken. Da kommt nämlich jetzt gleich das Führungstrio. Hinter dir. Oh, da war ein Fahrfehler vom Zweitplatzierten. Die Überrundung war sauber, der... Dadurch ist der Sven Bratschak auf die Position 2 vorgekommen. Der Peter Bell führt immer noch das Feld an. Wir haben noch eine Minute zu fahren. Abstand aktuell 1,9 Sekunden. 1,9 Sekunden zwischen Platz 1 und 2. Immer noch gut eine Sekunde Abstand. Wir haben aber nur zwei Runden zu fahren. Jetzt darf der Peter sich da keinen Fehler mehr erlauben. Da muss der Tim jetzt gleich einmal, glaube ich, in den Rückspiegel schauen, dann kommt das Führungsduo nach der Geraden.
Jawohl, super. Geklappt. Oh, jetzt ist er ganz dicht dran, der Sven. Ah, ein bisschen weit über den kleinen Table gegangen. Vorsicht auf der Ecktable. Überzeit los, Sprint zur Ziellinie. Und mit 0,5 Sekunden Abstand gewinnt hier der Peter auch aussichtlich das Rennen. Der Christoph und der Michael fehlen mir noch. Christoph und Michael fehlen noch. Christoph abgelaufen. Jawohl, alle Fahrer fertig. Gewonnen hat mit 0,5 Sekunden Vorsprung der Peter Bell vor dem Sven Bratschak. Auf Platz 3 der Micky Wittbrock. Christoph auf 4, Pino auf 5, Tim auf 6, Michael 7 und Mark Koch auf der 8.